Bericht. Es ruckelt noch immer. Armes von Traxia. Es gibt nichts. Wer immer das getan hat, ist fleißig. Lobst du sie etwa? Ich würdige eine enorme Arbeit, die in kurzer Zeit absolviert wurde. Tja. Ich tusche Schalter. Da müsste es doch was geben, um dort aufzugehen. Ach so. So geht's nicht. Bist du sicher, dass es in der Nähe der Batterien sicher ist, Rocket? Nein! Wenn die Ehren uns nicht umbringen, erledigt das die Strahlung. Wer weiß? Tja. Gibt's neue Ideen dazu, was der übergroße Staubsauger auf Contraxia hat? Rocket, siehst du mal nach, wohin dieser Schacht führt? Ich mach alles, um hier rauszukommen. Wir sollten uns vorbereiten, falls die Bestie versucht, diese Maschine zu zerstören. Ja, danke. Wir müssen immer noch da durch. Was hat's gebracht? Armes, gutes, altes Contraxia. Ich bin gut. Was kann einem Beschuss durch einen riesigen Vakuumstrahl nicht so schlimm sein? Ich bin gut. Nein, schießen habe ich schon versucht. Batterien sind schlafversichert. Wir müssen einen anderen Weg finden. Drax, du musst das da rüberziehen. Ich nehme an, du hast einen Plan. Vielleicht kann uns die Maschine da helfen. Aber was genau? Ah, ich verstehe, was du vorhast, Peter Quill. Ich nicht. Klar, genau das hatte ich geplant. Genau wie ich dachte. Peter Quill. Ich hoffe nur, das löst keine Explosion aus. Okay, hier. Komm, der Tunnel ist gleich hier. Zum Glück ist niemand mehr aufgetaucht. Der Einiger hat ein Eindringen geortet. Ausschwärmen! Wir werden es eindringen. Das ist ihr Wille. Bewegung, es sind zu viele. Ins Loch, springt! Ich verstehe immer noch nicht, warum du damals der Kleinen nachgesprungen bist. Das kommt in die Top 10 deiner dümmsten Aktionen. Du hättest sehen sollen, wie besorgt er war. Hey, Startyp war unser Ticket für den Captain. Ich hatte Angst, sein Tod würde unsere Gefängnisstrafe verlängern. Es war herzallerliebst. Ich hasse euch alle. Okay, Groot. Ich glaube, ich kenne mich jetzt aus. Wir müssen nur in die Tunnel auf der anderen Seite da. Ich bin Groot. Ich bin ziemlich sicher, der Weg stimmt. Ziemlich sicher? Letztes Mal stand alles in Flammen. Dafür kann ich sorgen. Nein, Rocket, nein. Ja. Mann, diese verflachte Maschine. Wie viele Batterien wollen sie denn noch füllen? Ist das nicht ein Teil von dem alten Schiff des Reinigers? Einiger. Na, von mir aus. Als wir verhaftet wurden, sagten sie, sie hätten Raker für dasselbe Vergehen verhaftet. Na, nicht exakt dasselbe. Er war in der Quarantänezone auf Plünderzug. Warum ist das nicht dasselbe? Wir hatten nicht dasselbe Ziel. Diese. Vergesst Raker. Unser Hauptaugenmerk liegt jetzt darauf, Nikki zu finden. Deins vielleicht. Meins lautet, auf diesem blöden Schiff nicht zu sterben. Der Hund will, dass wir Centurion Corell finden. Genau. Also machen wir Multitasking. Mir war nicht klar, dass du und das Mädchen so tief gestürzt seid, Peter Quill. Ich bin nicht gestürzt. Ich bin gesprungen. Heldenhaft. Okay, vielleicht können wir da was machen. Okay, wie seid du und Mickey das letzte Mal hier durchgekommen? Ich erinnere mich nicht daran, dass etwas im Weg gestanden hätte. Nur jede Menge Feuer. Schalt den Visor ein. Finde eine Lösung. Joa, ich bin manchmal zu blöd. Schon klar, Drax. Das seltsame Rumpeln geht weiter. Aktiv Schwachstelle. Ankerposten. Den müsst ihr aber rüberführen. Verstehe ich nicht. Ich müsste irgendwie von der anderen Seite aus schießen können.
Und da bin ich auch schon drüben. War eine Verzweiflungstat. Muss ich klappen können. Gamora, kannst du uns hier vielleicht helfen? Wird gemacht, Peter. Ah. Ah. Noch einmal, Groot. Finden wir Corell und Nicky. Also, wir sind uns einig, dass der Captain und ihr Kind wahrscheinlich tot sind, richtig? Corell hat den Krieg überlebt. Und eine Beziehung mit Peter. Ich würde trotzdem wetten, dass sie das hier nicht überlebt haben. Du würdest darauf wetten, ob eine Mutter und ihr Kind tot sind oder nicht? Und wenn nur einer tot ist? Wir werden auf diese Sache nicht wetten. Weil du weißt, dass du verlieren wirst. Weil es verflacht nochmal unangebracht ist. Warum ist es unangebracht? Weil Peter Quill mit dem Tod emotional gar nicht umgehen kann. Sei vorsichtig, Peter Quill. Ach du Scheiße. Ja, mit dem Tod emotional umgehen. So viel dazu. Mit den Visoren. Also, wir sind uns einig, dass der Captain und ihr Kind wahrscheinlich tot sind, richtig? Corell hat den Krieg überlebt. Und eine Beziehung mit Peter. Ich würde trotzdem wetten, dass sie das hier nicht überlebt haben. Du würdest darauf wetten, ob eine Mutter und ihr Kind tot sind oder nicht? Und wenn nur einer tot ist? Wir werden auf diese Sache nicht wetten. Weil du weißt, dass du verlieren wirst. Weil es verflacht nochmal unangebracht ist. Warum ist es unangebracht? Weil Peter Quill mit dem Tod emotional gar nicht umgehen kann. Okay, erstens sind wir alle zu pleite und zu... Oh, Vorsicht! Alles in Ordnung? Groot sagt, wir sollten über Fluchtpläne nachdenken. Der Fluchtplan lautet, Cosmo anzurufen, nachdem wir die Antworten haben, die wir brauchen. Die du brauchst vielleicht. Okay, dort geht's lang. Oder doch nicht. Wird vermutlich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier sicher ist, Peter Quill. Besser als beschossen zu werden. Ach, sprich für dich selbst. Willst du lieber beschossen werden? Ich schieße lieber auf jemanden, den ich nicht mag, als jemanden zu suchen, der mir egal ist. Peter Quill ist es nicht gleichgültig, also tun wir so, als ging es uns genauso. Ich bin Groot. Natürlich ist es das. Teile. Hier entlang. Naturgift. Vorsicht, Peter Quill! Okay, ich erinnere mich nicht daran, dass dieses grüne Gas das letzte Mal auch hier war. Ich denke, du meinst das tödliche grüne Gas. Das ganze Schiff ist jetzt eine Todesfalle. Es gibt sicher einen Weg, diese Rohre zu entplatzen. Das will ich auch hoffen, denn da gehe ich auf keinen Fall durch. Was ist mit deiner magischen Eiswaffe, Peter Quill? Oder sinnierst du gern, während dir der giftige Gestank des Todes in die Nase steigt? Herrlich! So, Problem vereist. Okay, der war schlecht. Sogar für dich. Okay, wir müssen auch wieder vereisen. Vielleicht benutzen Nicky und Corell es, um sich damit zu schützen. Oder? Und du solltest mal zuhören, vielleicht sind sie tot. Weißt du was, Mann? Du bist ein richtiger Mistkerl. Und zwar viel schlimmer als sonst. Die Anspannung ist spürbar. Oh, könnt ihr zwei das bitte endlich beilegen? Ja, klärt das oder tragt einen Kampf bis zum Tod aus. Ich bin nicht derjenige, der ständig dieses Team sabotiert. Rocket, ich weiß, ich bin manchmal ein Arsch. Manchmal sind wir das alle. Wahrscheinlich sind wir deshalb auch zusammengekommen. Ich bin kein Arsch. Wichtig ist, dass mir an uns was liegt. Aber im Moment sind nicht wir in höchster Gefahr. Und Nicky ist nur ein Kind, Mann. Solange wir uns einig sind, dass du ein Arsch bist? Völlig einig.
Hochspannungsleitung, da sollten wir drauf schießen. Dass es nicht so aussieht, als wäre sonst noch jemand hier unten gewesen. Hundebericht. Die Kampfteilnehmer waren nicht im Bauch des Schiffes. Und das ist gut so. Ein Kampf in diesen engen Gängen wäre unangenehm. Kannst du schneiden, Gamora? Alles klar. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Halt einfach die Augen offen. Du weißt, Peter. Nein, ich bin falls mir nicht sicher. Nicky und Coel wirklich. Sind sie nicht? Ich meine, wir sollten auf alles vorbereitet sein. Sie sind es nicht. Dampf. Hundebericht. Nichts Neues zu berichten. Ach, ich mache bestimmt eine Präsentation mit Bildern und so für den Köter. Ich erkenne nur einen akustischen Entdeckungen, das visuell ist ein Fachgebiet. Oh, gut. So, rüber hier. Das haben wir jetzt alles für die. Nein. Nichts Hundebericht-würdiges. Und immer noch nichts von Nicky oder Corell. Angesichts des Mysteriums des Todes lernen für Tertianer sich auf das Greifbare zu konzentrieren. Das werde ich mir merken. Okay, nun. Lasst mir hier unten freie Hand, dann kriege ich vielleicht ein oder zwei Sachen über Novatec raus. Möglicherweise ist sogar ein Upgrade für die Milano drin. Ich würde lieber mehr über diese komischen Batterien erfahren, die wir gesehen haben. Also bei denen bin ich unsicher. Du kannst keinen Sinn in etwas erkennen, was keinen Sinn ergibt. Tja. Hundebericht. Es ruckelt noch immer. Armes von Traxia. Da müssten wir irgendwie durch. Dieses Schiff ist ein Wunder der Ingenieurskunst. So toll ist es gar nicht. Mit Novas Ressourcen würde die Milano es problemlos abhängen. Ich werde das nie verstehen. Was verstehen? Wie sehr du und Peter dieses Schiff geliebt. Ah. Und wo steht da drüben und winkt. Und jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Sicher, dass das der richtige Weg ist, Peter Quill? Offensichtlich nicht. Ich ermittle. Hier vielleicht. Hier. Das ist definitiv der richtige Weg. Zu Nickys Geheimversteck geht's hier durch. Ich dachte, wir gehen zum Büro des Captains. Das tun wir auch, sobald wir hier nachgesehen haben. Aha, da sind wir mit dem Versteck. Versucht nichts kaputt zu machen. Dieser Ort bedeutet ihr viel. Oh, wow. Hat Nicky das alles gemalt? Ziemlich cool, oder? Nicky? Kleine, zeig mich! Versuch's mal weniger furchteinflößend. Ich bin's, Peter! Der Pirat! Nicky! Wir wollen dich nicht töten! Wir müssen in diesen Raum rein. Der Knopf ist durch. Rocket, du hast den Körper eines kleinen Mädchens. Hast du da rein? Versuch's nochmal, Quill. Frag ihn höflich, Peter. Ich bin besorgt um Nickys Sicherheit, okay? Ich fürchte, sie ist verletzt oder verängstigt oder was weiß ich. Könntest du bitte nachsehen, ob sie da drin ist? Geht doch. War das so schwer? Ich sehe kein Kind. Oha. Vorsicht, Peter Quill. Nach meiner Erfahrung verminen Kinder häufig ihre Spielsachen. Der gehört nicht, Nicky, das ist meiner. Ach, wir bedienen uns an ihrem Zeug. Wenn das so ist, dann nehme ich... Nein, ich meine, der gehörte früher wirklich mal mir. Quill, das musst du dir ansehen. Die Kleine vergöttert dich. Aber wie kommt sie an dein Spielzeug? Als wir damals im Krieg zusammen waren, habe ich den Corell geschenkt. Zur Erinnerung. Hat nichts zu bedeuten. Hat das hier was zu bedeuten?
Wie alt ist dieses Kind? Aha. 12. Ha! Gratuliere, Peter Quill. Du wirst mal ein miserabler Vater. Es sei denn, das Kind ist tot. In dem Fall spielt es keine Rolle. Moment mal. Hast du uns deshalb hierher geschleppt? Eindeutig. Das Kind ist 12 und vor 12 ich Jahren... Ich nehme an, 12 und ich mache ein Jahr. 1 und 1 ist 2. Ja, okay. Zeitlich käme das schon irgendwie hin. Es wäre also durchaus möglich. An Kinder denkt man in dem Moment nicht. Inspirierend. Okay, es geht jetzt erstmal darum, ob es Corell und Nikki gut geht. Hier sind sie nicht, also lasst uns einfach weitersuchen. Gib dich zu Corells Büro. Noch denkst. Oh, so sieht also ein normales Kinderzimmer aus, was? Sie ist ziemlich sicher nicht hier, Quill. Ich glaube, er verarbeitet noch. Soweit wir wissen, könnte dieser Typ ihr Vater sein. Ugh. Sieht aus, als wäre er noch ein größerer Versager als du. Für mich sieht das aus wie Ronan, der Ankläger. Draufstarren ändert nicht, was da steht. Da steht überhaupt nichts. Nikki war wohl kein großer Skrull-Fan. Nenn mir auch nur einen Skrull-Fan. Stimmt. Nikki hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir sie benutzen. Was sagst du dazu, Rocket? Mir wäre es sogar egal, wenn sie was dagegen hätte. Komponentenfinder, Schild, Beherrschungs... Ding, ding, da ist es! Okay, wo waren wir? Wir haben dir zur Vaterschaft gratuliert. Zu Corells Büro müsste es durch die Rohre links gehen. Ja, ich sehe eine Öffnung. Auf der Innenseite könnte ein Riegel sein. Du gestattest, Stardad. Sehr lustig. Jungs, könntet ihr mit den Späßen aufhören? Wir wissen immer noch nicht, ob es ihnen gut geht. Ich kann gleichzeitig besorgt sein und über dich lachen, Peter Quill. Ich muss zugeben, Quill, das Kind hat eine beeindruckende Anlage gebastelt. Wie sie ihr Terminal an das Notstromnetz angeschlossen hat. Hab doch gesagt, sie ist ein kluges Kind. Vielleicht hat Peter Quill dieses Kind doch nicht gezeugt. Ja, das sehe ich auch so. Sie ist einfach nicht doof genug. Vielleicht schlägt sie ja komplett nach der Mutter. Aber sie müsste doch wenigstens ein bisschen Dummheit zeigen. Wenn ich ein Kind hätte, wäre sie oder er mit Sicherheit super cool. Und klug. Also genau wie Nikki. Nehm's an. Vielleicht, ja. Okay, dann hat sie definitiv alles von der Mutter. Nee. Ich habe nachgedacht. Auf Keteth ist es üblich, neue Väter in einem Fluss aus Blut zu baden. Zum Glück für Peter sind wir nicht auf Keteth. Das ist der Aufzug, den ich mit Corell benutzt habe. Mit etwas Glück sind sie vielleicht gerade auf dem Weg nach unten. War das Blut. Der Wächter, ja. Ich weiß nur, dass ich diesen Aufzug langsam wirklich hasse. Na komm. Okay, ich muss mal hier abhauen. Wir haben definitiv einige neue Sachen erfahren. Messer ist besser! Na komm. Ich glaube nicht, dass sie es wussten. Wusste der Rest von euch schon, dass Peter Quill der Vater des Kindes ist? Müssen wir wirklich jetzt darüber reden? Na komm. Ich sag's ungern, aber ich habe ein ganz mieses Gefühl wegen Corell und Nikki. Sie haben überlebt, okay? Es muss so sein. Na komm. Katalysiere deine neue elterliche Energie! Ich hab früher schon in Erfe getreten und jetzt auch! Es ändert sich gar nichts! Sehr schön. Alle okay? Jemand verwundet? Was denn? Habt ihr jetzt etwa die Vatergefühle aus? Uns geht's gut, Peter. Wir wissen, wie man kämpft. Ich weiß, es ist nur... Wir finden sie, keine Sorge. Du hast gesagt, Corells Büro war irgendwo oben? Ja, wir müssen einfach nur rauf. Nächster Halt, Corells Büro. Einmal rauf. Einmal rauf, bitte. Corell,
komm schon, gib's einfach zu, Quill. Du wirst gerade richtig panisch. Diese ganze Versager-Dad-Sache muss dir ziemlich zusetzen. Manche brauchen viele Jahre, um wirklich elterliche Verantwortung übernehmen zu können. Nichts davon ändert, wer ich bin. Ich bleib cool wie eine Eisblume. Groot sagt, alle Eisblumen, die er so kennt, sind innerlich voller Angst. Ah, ja. Okay, das sieht nicht gut aus. Hier fand ein Kampf statt. Ja, genau darauf habe ich reagiert. Ich reagiere auf meine Art darauf. Das sieht nicht gut aus, Peter. Wir wissen nur, dass hier gekämpft wurde. Wir wissen nicht, wer gesiegt hat. Hallo? Corell? Niki? Das sieht aber nicht gut aus. Sieht leer aus. Fühlt sich leer an. Vielleicht verstecken sie sich. Waren da schon immer seltsame Schriftzeichen an der Wand? Ich werde versuchen, in ihren Computer zu kommen. Ich will meine Strafakte löschen. Okay. Ein Witz, ich greife auf ihre Logs zu. Wollt ihr wissen, was hier passiert ist oder okay. nicht? Okay. Der Rest von uns sieht sich um. Vielleicht haben sie einen Hinweis hinterlassen oder so. Das ist jetzt auch zu. Okay. Nicky? Klare Anzeichen eines Kampfes, Peter Quill. Ja, das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Ah, lecker. Das muss Corells erstes Kind sein. Ich weiß noch, sie hat oft von ihm gesprochen. Er war auf Hala, stimmt? Ja. Ihr Kind und ihr Mann. Das erklärt, warum sie im Krieg so furchtlos war. Sie hatte nichts zu verlieren. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Sie sieht überhaupt nicht aus wie ich. Sie ist blau. Außerdem, warum sollte Corell mir das nicht einfach sagen? Um ihre Tochter zu schützen. Ihr zu kopulieren war gemäß der Kree-Reinheitsgesetze ein Kapitalverbrechen. Die gibt's doch nicht wirklich, oder? Die Kree sind extrem streng, wenn es um ihre Blut geht. Als Corell sagte, wir sollten das nicht tun... Ah, ja. Eine Art Färbemaschine? Ist es normal, dass Kree sich die Haare färben? Nur wenn sie etwas zu verbergen haben. Nickys Ausweis. Aber irgendwas daran ist komisch. Was meinst du mit komisch? Ich weiß nicht. Als wäre er markiert oder so. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich habe noch was gefunden. Was ist das? So eine Art Drohung? Der Rat der Kree verlangt Beweise für Nickys Abstammung gemäß der Kree-Reinheitsgesetze. Aus rechtlicher Perspektive war die Population mit ihr extrem verwerflich. Aus anderen Perspektiven? Das sieht nicht gut aus. Für dich? Nein, für Nicky. Wie stehen die Chancen, dass die Kree mit dieser Sache zu tun haben? Der Rat der Reinheit ist nicht kryptisch. Wenn er jemanden bestraft, sorgt er dafür, dass es alle erfahren. Corell und Nicky wären öffentlich aufgeringt worden. Das ist ja mal beachtlich. Für tapferen Heldenmut gegen unerbittliche Tyrannei. Okay, ich bin drin. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten, Loverboy. Das hast du gefunden. Komm her, dann zeige ich's dir. Was sehe ich mir da gerade an? Nichts. Sie ist der Captain. Captains führen Logbücher. Führst du eins? Ich versuche dir zu sagen, dass sie weg sind. Alle. Als hätte das Worldmind sich schwerst Mühe gegeben, alles zu trennen. Hast du's mal aus- und eingeschaltet? Was ist mit Backups? Oha. Hat nicht jedes Nova-Schiff einen zentralen Speicher oder sowas? Ein Nexus-Mainframe, ja. Wenn irgendwo Geister im System sind, dann da. Ich weise das kategorisch zurück. Keine echten Geister, Drax. Er spricht von Daten. Oder? Ja, aber dann müssten wir direkt auf den Nexus zugreifen. Wieso das Büro haben wir noch auf das übersehen? Wir gehen erst, wenn wir wissen, was passiert ist. Also zur Operationszentrale. Dem Schiffsplan zufolge geht's direkt hier durch zur Brücke. Aha, jetzt zur Brücke. Brücke an Captain, auf geht's. Peter? Sollten wir nicht zur Brücke, um auf die Loks zuzugreifen? Ja, ja. Ich will nur sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Und? Oh, Mist! Uh-oh. Na, vergesst es! Ich bin weg! Nicht! Bewegt! Warum macht man denn eine Glasbrücke? Du Scheiße. Was?
Meldebericht. Wir werden angegriffen. Von einem Riesenroboter? Von einem seltsamen Priester. Von einem seltsamen Riesenroboter. Okay, ja, das ist definitiv ein Hundebericht. Ist das das Ding, wegen dem das ganze Nubak vor verrückt geworden ist? Ich fühle mich nicht gehirngewaschen, ich fühle mich beschossen. Wir kratzen kaum den Lack von dem großen Ding an. So ist es auch wieder nicht. Gamora, zeig ihn! Dann ist dieses Ding also hier, um die Server zu beschützen. Ja, und die Kommandozentrale behält es wahrscheinlich auch im Auge. Halt ihn ein! Still! Jetzt, Gamora! Na komm. Ich werde es genießen! Das muss doch wehtun. Will ich mir das ein oder machen wir wirklich kaum selbst? Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen. Groot, Zeit zum Anbinden. Der ist nie hochgekommen. Auf etwas mit Haut einzuschlagen, ist ungleich befriedigender. Genauso geht es mir beim Zustecken. Hey, Mistnuss. Ja, du, lass meinen Freund runter, sonst passiert was. Diese Flaknase saugt meine Schüsse förmlich auf. Drag, erledige sie! Begrüße den Tod! Sind wir also der Meinung, dass... Leute, Gruppe bilden! Dafür muss die Zeit sein. Worauf warten wir? Diese Klingen sind durstig! Meine auch! Ich will einfach nur angreifen und ordentlich Schaden verursachen, Peter! Okay, hört auf! Schluss mit den Selbstzweifeln! Ihr setzt alles aufs Spiel. Und wofür? Für mich? Was? Denn wir sind das Dream Team. Wer ist dabei? Ich bin einfach großartig. Okay, Phase 2. Alles für dich, Gamora! Halte sie aus! Da ist wohl jemand der Ansicht, dass das der wertvollste Teil des Schiffs ist. Es heißt, Information sei Macht! Hey, Quill! Blueberry hat sich auf eine Beziehung eingelassen. Ihr sollt mich nicht so treffen lassen. Ich finde es viel befriedigender, auf Fleisch zu schlagen. Weißt du, was auch befriedigend ist? Nicht zu sterben! Hochjagd, Rocket! Das ist gut. Ich kenne sie jedenfalls definitiv nicht. Dann sind wir also alle der Ansicht, dass Rangers Kirche darin verwickelt ist? Der riesige Priester bestätigt das ganz eindeutig. So riesig ist er auch wieder nicht. Ding also hier, um die Server zu beschützen? Keine Ahnung. Ach, Scheiße. Alles an dieser Flak-Sache wird immer abgefahrener. Ich mag die Vorstellung, das niederträchtige Gerät zu bezwingen. Das war knapp. Wir müssen dem Hund von dem Priester berichten. Roboter Priester. Ich bin Groot. Groot sagt, der Köter antwortet nicht. Versuch's weiter. Wir anderen versuchen, einen Weg hier rauszufinden. Wirklich? Das ist der Serverraum, richtig? Und Server bedeuten das. Ich kann nicht einfach Server an meinen Schädel anschließen. Ich brauche ein zentrales Terminal. Du hast gesagt, die Brücke ist auf der anderen Seite des Ganges da. Wir müssen also nur rüber und dann rauf. Irgendwie. Das ist die Lösung. Gut gemacht, Peter Quill. Aha. Woher soll ich wissen, hier, warum der Köter nicht antwortet? Versuch's weiter. Kommt hier. Mann, was würde ich geben, um in einige dieser Server reinzukommen? Ich dachte, das wäre der Plan. Der Plan ist, zur Brücke zu gelangen und zu hoffen, dass jemand den Nexus offen gelassen hat. Kann man bitte. Große Hoffnung habe ich nicht. Ja. Komplex bleibt drüben. Nicht so gut. Okay, laut der Karte, die ich gesehen habe, müsste der Nexus direkt über uns sein. Tricks. Soll ich den Nager wieder werfen? Nein! Also wirklich? Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Wir kommen schon nach.
Sondebericht. Wir sind auf einen starken neuen Feind gestoßen, aber noch nicht auf Geister. Er meinte keine echten Geister. Geister im System. Datenreste. Ach, lass ihn. Soll er denken, da wären Geister. Okay, wir kommen jetzt darüber. Nicht zu. Ich habe nie verstanden, wie man so viele Informationen auf diese magische Weise speichern kann. Meinst du etwa die Server? Alles. Server, Computer, Technologie. Im Prinzip verstehst du also nichts von dem, was ich tue. Exakt. Das hat jetzt was gemacht? Vielleicht hätten wir den Roboterpriester verhören sollen. Ja, wenn wir das nächste Mal einen tödlichen Riesenroboterpriester treffen. In der Ecke, da ist ein offenes Kontrollfeld nach oben. Das ist dann wohl unser Ausgang. Perfekt. Wir müssen also nur über ein paar dieser schwebenden Server-Dinger springen. Sieht völlig sicher aus. Sie enthalten nahezu unendliche Datenmengen. Sie werden unsere winzigen sterblichen Körper schon kurzzeitig aushalten. Also meinen zumindest. Und deinen auch, ja. Okay. Ist das jetzt wieder eine von Peters Anführer gehen nicht als erste Situation? Ich finde wirklich, dass er als erster gehen sollte. Wo geht's lang? Da hoch. Und das hätte sich vermeiden lassen, hätte der Nager nicht das Glas zerbrochen. Dafür gibst du ihm die Schuld? Sein Rumgehüpfe hat das endgültige Bersen verursacht. Und dein Riesenbauch war für die ersten 50 Risse zuständig. Hey Groot, hattest du schon Glück mit Cosmo? Ich bin Groot. Nee, immer noch nicht. Der Empfang wird wahrscheinlich besser, sobald wir auf der Brücke sind. Wir sind da, die Kommandozentrale. Dann müsste das Nexus-Kontrollterminal sein. Daumen drücken, dass wir was Nützliches finden. Ich denke, die Ehre gebührt dir, Quill. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Wahrscheinlich vermutet er eine Sprengfalle am Nexus. Ah, das würde es erklären. Versperrt. Aber ich frag mich, Corell sollte auf keinen Fall von Nikis Generalschlüssel erfahren. Der Schlüssel eines Kindes wird doch nicht den Nexus... Und wir sind drin. Machst du Witze? Ja! Leute, wir sind drin! Okay. Ich wollte schon immer mal meine Akte sehen.